Es wird ja so viel vom 34er gesprochen, und dass die Makrelenhechte gerade da reingehen. Ich teste mal. Sieht gerade schon gut aus. Die ersten drei Fischis, alles Makrelenhechte. Ja, und wir testen mal, was denn hier so geht in der Happy Hour. So, absinken lassen, raus damit, absinken lassen. Ich habe mal wieder den Clip gestellt hier auf ungefähr 15 Meter. Und ja, je nachdem, ob bis dahin schon was reingeht oder vielleicht ein kleiner Fehlbiss passiert, zack, dann ziehen wir hier bei 15 Meter auch schon direkt raus oder lassen nochmal weiter runter sinken bis auf 25 Meter Tiefe. Und in der Regel ballert dann bis dahin auch schon irgendwas wieder rein. Zack, da haben wir schon direkt den nächsten. Ja, es kamen jetzt hier die letzten Infos häufig, ständig eigentlich jetzt hier vom 34er. Und ja, dass da eben viel Kleinkram gehen soll, hohe Frequenz, genau das, was zuletzt am 41er war. Guck mal, hier gehen die Makrelen auch noch mit rein im guten Gewicht. Bin ich auch ganz zufrieden. Also, was zuletzt hier unten am 41er und am 30er war, scheint jetzt wohl hier ganz gut zu funktionieren. Das heißt also, im flachen Bereich bis 15 Meter oder sagen wir mal bis 25 Meter regelmäßig eben eine gute Frequenz Anbisse. Alles von den kleinen Kandidaten. Und den Makrelenhecht, den hätte ich ja noch ganz gerne als Trophy. Und da wurde ich dann gerade dann doch nochmal hellhörig und habe mir gedacht, okay, jetzt ab zu dem Spot. Denn Little John hatte im Discord auch noch gepostet. Er stand auch hier mit exakt diesem Setup. Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Und hatte da die Trophy gefangen und auch noch die Super Trophy gefangen. Und da werde ich natürlich gierig. Also, wenn es hier tatsächlich die Möglichkeit gibt, hier die Trophy abzuhaken, die fehlt mir noch, dann wäre das doch sensationell. Dann nehme ich das doch gerne mit. Und dazu kommt, meine Happy Hour lief sowieso schon. Und ich könnte hier halt jetzt noch ein bisschen Prozente machen. Das ist natürlich zusätzlich interessant. Ich muss natürlich gleich noch ein bisschen schauen, in welche Richtung ich fahre oder in welche Richtung ich erstmal drifte und ob ich nochmal etwas, einen anderen Spot anfahre. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Area, wo deutlich mehr los ist unter der Wasseroberfläche. Denn als ich gerade hier angekommen bin, ja, war das ungefähr so, ne? Ein so ein Fischi war da ungefähr zu sehen, also nicht besonders viel. Der wurde ja jetzt gerade vorne an der Bootsspitze gescannt, der Fisch, und wir treiben jetzt quasi da dran vorbei. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, gibt es hier irgendwie noch ein bisschen bessere Bereiche, um die, also ich werde erstmal hier, wie zuletzt beim 41er, erstmal um die 34 sozusagen herumfahren, dass man so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat und ungefähr in dieser Area sich auffällt und dann noch ein bisschen, zack, ein bisschen besser sehen kann, jo, ob es hier vielleicht noch ein bisschen was gibt oder nicht. Pauschal muss ich sagen, fängt es schon mal ganz gut an. Also es fängt schon mal ganz gut an. Es ist bisher von der Frequenz her top. 4 Minuten da. Ich meine, die Ausbeute ist ja wohl ganz, ganz klar. Es sieht gut aus. Die Größen sind gut. Kann sich also bisher schon mal sehen lassen. Ich gucke gerade mal rein, was er geschrieben hat. Was er so in der Stunde hatte. Er hatte in der Stunde 150 Fische. Nee, anderthalb Stunden. 150 Fische. Also den Kescher quasi voll gemacht. Plus Kaffee. Kaffee hat eben nochmal 134 extra gebracht. Haben wir denn hier ein Kescherbild? Oh, okay. 1000 Silber. 1000 Silber plus Kaffee extra. Da steht er. Okay, da macht natürlich die Super Trophy mit 160 Silber. Die haut natürlich auch gut rein. Die Trophy bringt 90. Naja, nichtsdestotrotz, Makrelen und Makrelenhechte und so, die machen schon ordentlich Radau und dann nimmt man das doch gerne mit. Und gerade so für die Happy Hour doch gar nicht verkehrt. Was schreibt er noch? Frequenz von 23 Uhr bis 4 Uhr weniger. Ja, das wird bei mir jetzt vielleicht gar nicht mehr zutreffen. Also vielleicht komme ich da gar nicht mehr hin. Aber ich glaube, ich ziehe einfach mal lange durch. Zum einen läuft bei mir die Happy Hour nicht mehr so ganz lange. Zum anderen hoffe ich einfach, dass ich viel eher noch die Trophy abhake und dann brauche ich gar nicht mehr so lange hier stehen. Aber trotz allem ist es natürlich nicht so verkehrt, gerade wenn man hier mit dem leichten Setup ein bisschen angeln will und wenn man hier einfach ein bisschen auf Frequenz aus ist, ne?
ist das Ganze lohnenswert, wenn man die Beifänger nicht hat und wenn man die Garnelen noch nicht hat. Ich glaube nicht, denn die machen den Unterschied. Also das ist hier gerade der Köder, der funktioniert. Ich ziehe mal eben noch einen raus und dann gucken wir gerade mal rein, was für Köder denn gerade funktionieren. So, da haben wir die kleinen Makrelen und wir gucken mal gerade in den Kescher. Da haben wir es, also der Real Shrimp. Ich glaube kaum, dass hier irgendwas großartig auf den Pilker gegangen ist, sondern dass eben die meisten alle auf den Shrimp, ja, ich klicke jetzt hier mal nicht alle an, aber einfach mal so durchgeklickt. Das sieht halt alles nach dem Shrimp aus. Shrimp, 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 Shrimp. Genau. Also es ballert eben hauptsächlich alles auf die Shrimps. Und das hier ist quasi nur Dekoration, Klimbim, Beleuchtung, wie auch immer. Da war schon sofort Biss beim Auswerfen. Oh, die nehme ich auch gerne mit. Die fehlt mir auch noch. Die Sardine. Die fehlt mir auch noch als Trophy. Genau. Und dann geht es hier aber auf die Shrimps. Hatte ich auch schon mal getestet. Die dunklen liefen auch ganz gut tatsächlich auch auf die Sardinen. Das heißt, wenn man da eine Area hatte für die Sardinen, da war das gar nicht schlecht. Ich habe das jetzt mal zweierlei zusammengebaut. Der Little John hatte das auch mit den blauen Perlen komplett gemacht. Und ich habe hier die unterste Linie einmal jetzt noch mit ja, rot-schwarz, quasi in der Optik von diesem Shrimp. Ne, auch schwarz mit ein bisschen Rot dabei. Genauso habe ich das dann auch von den Perlen halt kombiniert. Und ansonsten, wie gesagt, mit dem Blauen, das war das, was er hatte und worauf er die Trophies hatte. Deswegen testen wir das natürlich auch gerne in dem Style. Joa, jetzt ist natürlich die Frage, bleibe ich hier einfach so stehen? Oder bretter ich gleich nochmal, guck mal, ich bin schon weggetrieben hier. Ja, ich bretter gleich nochmal wieder zurück. Das heißt, wir testen gleich noch mal ein bisschen die andere Area. Ich fahre gleich noch mal ein bisschen näher ran. Und dann gucken wir uns das Echolot auch noch mal genau an. Und dann suche ich eigentlich einen Bereich, wo entweder mehrere Fischis auf dem Echolot ganz nah an der Oberfläche zu sehen sind. Oder im Idealfall vielleicht sogar so ein großer. Das wäre halt richtig gut. Also im Echolot ein großer Fisch an der Oberfläche. Das wäre doch top. So, also mal hinfahren. Motor direkt wieder aus. Das wollen wir hier noch nicht. So, erstmal die Richtung. Das passt doch so ungefähr. Und jetzt gehe ich in den Trollinggang runter. Auf langsam. Damit wir jetzt hier oben eine, quasi eine Detailansicht haben vom Echolot. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder mit Vollgas langbrettern würden, sehen wir natürlich, so wie jetzt hier im Mittelfeld, durch Speed, sehen wir natürlich ganz viele tolle, wunderbare Fische. Aber wir fahren jetzt hier langsam ran und scannen eher ein bisschen detaillierter. Und fahren jetzt hier Stück für Stück die Area ab. Vielleicht nochmal ein bisschen schneller. Und wieder runter vom Gas. Es ist eigentlich überall in dem Bereich. Wobei mich, wie gesagt, so ein großer Fisch würde mich schon triggern. Also ein großer Spot oder ein Spot mit großen Populationen. Dann wäre da unten. Ich lenke mal ein bisschen ein. Das wäre schon interessant. Ich meine, die jetzt gerade vorbeigesaust sind hier am Echolot, auch das ist schon nicht verkehrt, ne? Also das kann man schon ganz gut nehmen. Da stand ich jetzt ja auch gerade und habe einfach reingeballert. Und das war easy. Das ging. So, jetzt drehe ich nochmal eben. Ja, auf die Tiefe. Ne? Das wäre jetzt eher für die ganz anderen Fische. 34 Meter Tiefe direkt auf der Sandbank hier. Sandiger Untergrund sehen wir hier auch. Eher auf dem Echolot. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Und wenn es gleich die ersten vorne kommen an der Spitze, dann halte ich gleich nochmal an. Also die ersten im oberen Wasserbereich. Jetzt ist hier alles nur 25 bis 34 Meter tief. Und wenn jetzt gleich die ersten kommen, jetzt haben wir hier steinigen Untergrund. Immer noch steiniger Untergrund, nichts im Mittelwasser.
Nee, immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Es wird ja auch nicht immer alles angezeigt. Ne? Also auch wenn man hier dann einfach mal stehen bleibt und testet, kann man eben durchaus Glück haben. Jetzt haben wir hier auf einmal kiesigen Untergrund. Haben wir da vielleicht nochmal eine Area? Ich fahre mal jetzt weiter hoch in die Spitze. Genau, hier hin. Vielleicht geht er dann doch noch ein bisschen mehr. Alles gerade hier so mit Tempo 10, 11. Also relativ langsam, gerade jetzt hier gegen. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee. Das wäre nochmal eine Idee. Ich werfe mal ein bisschen weiter aus. Bis auf 25 Meter. Mal gucken, was das ist. Aber ich vermute, das sind eher die Makrelen. Dass dann da unten eher die Makrelen sind, anstatt die Makrelenhechte. Ich lasse mal direkt weiter absinken. Bis auf 25. Jetzt sind wir bei 20 Meter. 25. Ich lasse nochmal ein bisschen drehen. Und stopp. Jetzt müsste ich so bei 26, 27 Meter vielleicht sein. Und da ist auch schon Biss. Also so detailliert halt rumfahren, um einfach noch ein bisschen genauer zu gucken. Ja, ist da was oder ist da nichts? Kann man da vielleicht irgendwie gezielt auf die Fischis gehen? Auf, gerade auf den kleinen ist es halt immer so ein bisschen tricky, dass man da den Spot auch direkt wieder bekommt. Ne? Aber so detailliert kann man das eben auch abscannen. Wenn ihr euch da noch unsicher seid, ich verlinke das am besten nochmal. Das Video zum Echolot einfach nochmal reinschauen. Da wird das alles im Detail erklärt, wie man da am besten rangeht. Joa, und auch wieder Makrelen, ja. Also das sind die Makrelen. Ich brauche eine Area, wo die Fischis mehr an der Oberfläche sind. Also zwischen 0 quasi direkt an der Oberfläche und zwischen 15 Meter. Das sind die Makrelenhechte. Ich brauche den Makrelenhecht. Die Makrele nehme ich zwar auch gerne mit, gerade für die Frequenz und fürs Prozente machen. Ja. Mehr Prozente ist natürlich immer und wieder absinken lassen. Ist natürlich immer wieder gut. Und der nächste. Aber ich will auch Stück für Stück meine Trophäen, die Trophies weitermachen. Unterschiedliche Trophäenarten. Und da bin ich jetzt mittlerweile bei 88 verschiedenen. Also das geht auch jetzt Stück für Stück vorwärts. Und ich denke, wir hatten das gestern im Livestream nochmal angeschaut, so. Ja, so 6, 7 Stück sind eben auch durchaus noch realistisch, dass man die relativ leicht fängt. Das sind jetzt nicht so die extremen Exoten. Und da ist eben zum Beispiel der Makrelenhecht mit bei und auch noch die Sardine. Deswegen werde ich auch noch demnächst immer weiter so ein bisschen, gerade in der Happy Hour, immer weiter noch so ein bisschen auf die kleinen Fische gehen und gucken, was da noch so weitergeht. So, und wieder, na guck, da ist er schon dran. Jo, aber ich glaube, so viel dazu. Ich glaube, man hat sämtliche Infos, die man braucht. Einfach hier wieder hin. Ja, guck mal, da vorne kommt doch einer. Einfach hier nochmal hin. Und gucken, was denn hier so geht. Am 41er jetzt. Nee, eben nicht 41er, 34er. Da wollen wir jetzt hin. Und die kleinen Brocken rausziehen. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, du kannst auch schon mittlerweile hier die Shrimps verwenden. Wie gesagt, absoluter Gamechanger. Wenn man das noch nicht kann, ich glaube, ich würde es am ehesten mit der Jig-Montage testen. Weißt du was? Ich baue nochmal eben um und teste das. Ich teste das auch mal eben, ob wir hier an der Stelle mit der einfachen Jig, also Jig-Montage, Jig-Kopf, dann nehmen wir hier einen, nehmen wir mal einen, einfach nur einen 2-0er. Und dann nehmen wir hier vielleicht auch einfach mal so einen schwarzen und das alles andere bauen wir hier einfach mal ab. Und dann nehmen wir hier den Jig, schwarzer Schaumgummi und dann gib ihm absinken lassen. Ob diese auch funktionieren? Ich kann mir vorstellen, dass die für die Makrelen vielleicht noch funktionieren. Wobei das mit den Shrimps schon... Ja, schon richtig gut ist. Also Shrimps machen da schon einen riesen Unterschied. Gerade beim Kleinfischangeln, das sind dann einfach diese Gummishrimps, das sind dann einfach die Köder Nummer uno. Dann läuft das richtig gut, ey. So. Ja, jetzt heißt es dann natürlich die Farbe testen. Aber man sieht auch hier mit dem Jig, das Pilken funktioniert.
Man kommt zumindest ganz normal in das Pilken rein. Ich lasse mal weiter absinken. Wenn man hier mit dem Jig ist und wenn man mit dem Boot rausfahren will, dann auch richtig vielleicht über den Grund eher. Eine andere Stelle, durchaus eine Option auch fürs Jiggen, ist auch ein Link aus dem Discord oder auch ein Post, ein Beitrag ist hier von der Landzunge. Da hatte der Devilus auch noch was reingepostet und auch da von der Landzunge, also quasi direkt von der Spitze hier am äußersten Anleger vorne am Hafen, da auch weiter rausgeworfen ins 12-Meter-Loch. Einfach mal reinschauen, der Link zum Discord ist ja unten drunter. Und ich teste jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Na, ja, hat ein bisschen gedauert. Ich bin gespannt. Also vom Grund langsam hochgejiggt jetzt. Aber das ist tatsächlich etwas schwierig. Ja, und die Seeskorpione, die fangen wir dann auch tatsächlich angenehmer vom Land aus. Und dann hat man auch nicht die Kosten des Bootstickets die ganze Zeit dabei. Also, wie gesagt, im Idealfall erst mit den Schrimps sowas hier beangeln. Und dann lübt das auch. Also, Petri Lümmels, zieht raus die kleinen Dingers, macht Prozente. Und ja, toi toi beim Fangbuch voll machen hier vom Nordmeer. Irgendwann haben wir auch das Fangbuch voll und die ganzen kleinen Fischis im Kescher. Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs, freitags immer um 19 Uhr. Petri.